Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Wie kämpft man am besten gegen so einen? Maschinen sind auch stark. Verwendet sich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmeilen. Detonation in 20 Minuten.
Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Wird schon irgendwie klar. Genug! Keine Chance. Tschüss. Das war abzusehen. Bist du okay? Nee. Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Baron führen. Hier geht's zum Ausgang. Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin! Beeil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Gib mich keine Sorgen! Hab ja Soldat für deinen Schutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Ihr knallt gleich auf den Weg! Barrett, reden bringt dir nichts. Genug! Los geht's, es ist auf! Ja, dann warten wir auf uns. Wir sollten uns etwas beeilen. Mist, da ist noch so ein Schottkasten aufgemacht. Schick ihn dann wieder schlafen. Los! Jetzt oder nie! Verzieh dich! Wie schmeckt dir das? Das wird weh.
Das hätte ich auch allein geschafft. Ja, klar. Nichts überstürzen. Ich bin bereit. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job.
Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter! Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Affentäter haben eine Sprengung in Makoreaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln! Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub! Letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteilen. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch.
Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, dann bis später. Es hat so gewackelt, dass die Schilder runtergefallen sind. Shinra und diesen Grund für Gefahrenzonen entfernt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Weiterhin sind verdächtige Personen, Gegenstände. So kommen wir nie zum Bahnhof. Klar, es gibt Sicherheit. Hier lang. Ich sehe es. Notunterkünfte. Nach oben, habe ich gesagt. Nach oben, habe ich gesagt. Nach oben, habe ich gesagt. Oh, hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Könnte ich das jemals vergessen? Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht,
Dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Mein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter.